dit à l'âge de mettre le paquet parce que c'est pas ton pack ni big, il faut que son père te pète. Ne viens ton ici, ton flow passe pas. Le nôtre prend l'avion, plus pas besoin de passeport. Yeah. Pour nous, la concurrence dans le rap, c'est pas du tout un obstacle. Des enfants la voix. Un autre uses the stainless steel band as part of the antenna system. And there are these three slits in it. It turns out this is part of some brilliant engineering. Brilliant engineering. Notfall, Leute, ja, ihr habt schon mitbekommen, es gibt ein Notfall-Event. Und wenn ihr es nicht mitbekommen habt, habt ihr es jetzt mitbekommen. Und ja, zwar morgen früh oder morgen Abend bei uns. Das heißt, das Video kommt heute Abend noch online. Ja, das würde ich sagen. Es geht mal wieder ums Liefern und um das, ja, ihr habt schon gerade gesehen im Einspieler, um die ach so innovative Antenne geht es. Ja, das ist ja eigentlich, ist das ja echt geniales Engineering, ne? Müssten wir eigentlich wissen, was geniales Engineering ist. Ja. Wissen wir aber nicht, weil Apple weiß es. Ne? Wohl nicht. Ja, wohl nicht. Ist ja irgendwie bombig in die Hose gegangen. Ja, da haben die sich gedacht, also der Stevie, wie der das ja immer macht, der setzt sich ja da an einen großen Tisch mit den ganzen Leuten, holt da seine Familie zusammen und sagt, hier, komm, zeig mal, was habt ihr gemacht? Ein Bleistift in der Hand. Und dann haben die das dem gezeigt, so der Jonathan Ive hat dann gesagt, hier, guck mal, ich habe da 3 oder 4 Designvorschläge, welchen willst du? Ne, hat der Stevie gesagt, wir stehen. Ja, der sieht am coolsten aus, hat er sich gedacht, ne? Und dann haben die Ingenieure da probiert, ja, jetzt ist in dem Ding kein Platz, wo machen wir die Antenne hin? Ne? Ja. Und dann, ja, mach mal außen rum. Genau. Und dann waren sie so geschickt, dass sie die dann so da an den Stellen, weil es sind ja verschiedene Antennen, die man braucht, so an den Stellen da mit so schwarzen, hässlichen Streifen erstmal, ne, getrennt hat. Und dann auch noch so ungeschickt angeordnet, dass man sie mit den Händen überbrücken kann. Genau. Und das hat auch schon vorher der Senior Director von Engineering iPod und iPhone hat das rausgefunden. Der wusste das schon vorher und hat gesagt, Leute, das kann schwierig werden, das kann dick in die Hose gehen. Naja, das ja. Design hat es verschuldet, es ist so gekommen und ja, jetzt haben wir den Salat. Das war der letzte Applaus in der Keynote. Ne? Ja, da haben sich noch alle gefreut, weil sie nicht wussten, was das eigentlich für ein großer Scheiß ist. Naja. Und jetzt kommen die ganzen Buhrufe dazu und ja, der Stevie hat geantwortet und meinte, glaube ich, die Balken stimmen nicht. Genau, da hat es ja heute auch ein Update gegeben für das iOS 4.01, genau, ja, was die da fixt. Da werden die ein bisschen größer, die Balken, so die letzten, die kleineren. Und es gibt, ja, dann werden die ein bisschen sensitiver, das heißt. Und war ja alles bis jetzt auch Betrug, ne? Ja, genau. Also 3G und 3GS war alles Betrug, ne? Ihr hattet immer Scheißempfang, aber hat euch vorgegaukelt, ihr habt guten. Genau, so im Prinzip ist es so gewesen, ja. Ja, wir reden hier einfach nur Klartext und Apple hat es mal wieder geschafft, ne? Design um einiges größer geschrieben als die Technik. Ne? Ja. Also Design an erster Stelle und ob es dann funktioniert, ist die Frage. Ja. Was sagen wir dazu? Die folgende Aufnahme findet ohne Tim statt, da er vergessen hat, den Akku richtig aufzuladen und wir beim Film nicht bemerkt haben, dass die Kamera ausgegangen ist. Ja, ich wollte gerade noch sagen, dass ich das iPhone 4 auch schon häufig in der Hand gehabt habe und das schon ganz an ganz unterschiedlichen Stellen war. Nicht immer im gleichen T-Mobile Store, sondern mal hier, mal da. Und ich habe auch versucht, das Problem zu reproduzieren, indem ich da mal fest drauf gedrückt habe auf die Stelle. Aber es ist nichts passiert. Ich konnte den Fehler nicht reproduzieren. Das ist so meine Erfahrung. Was wir natürlich jetzt wissen wollen, ist eure Erfahrung mit dem Thema. Wenn ihr ein iPhone 4 habt, könnt ihr das ja mal ausprobieren. Der Tim hatte hier ein schönes Bild gemalt und in die Kamera gehalten. Ich werde das jetzt mal suchen. Hier. Das hat der Tim nämlich in die Kamera gehalten. Hier hat er dann ein iPhone gemalt. Hier seht ihr links und rechts diese Aussparungen. Und ihr seht weiter hier oben die Aussparung und das Problem tritt ja auf, bekanntlicherweise, wenn ihr hier den Finger mal drauf haltet. Das könnt ihr zu Hause mal ausprobieren, was dann passiert, ob es dann von 3G auf Edge überschwappt oder ob ihr einen Anruf beendet bekommt dadurch. Ja, ich habe schon ganz lustige Sachen gehört, ja, ist ein Feature, wenn ihr einen Anruf beenden wollt, drückt ihr einfach da auf die Stelle. Naja, ja. Unser Vorschlag war, wir drehen das Ganze um 180 Grad, natürlich den Knopf wieder nach unten, und diese Lücken wären dann hier oben. Damit würde man die nicht
natürlicherweise abdecken, wenn man das in der Hand hält, beziehungsweise ist es schwieriger, die dann abzudecken. Naja, ist wahrscheinlich designtechnisch nicht ganz so schön, sieht nicht so toll aus, aber wäre wahrscheinlich praktischer gewesen. Gut, die Frage an euch lautet: Ihr habt ein iPhone zu Hause, probiert es mal aus und sagt uns, ob ihr das hinkriegt. Wenn ihr einen Case habt, sagt uns, ob da immer noch das Problem ist. Oder es gibt ja diese Tesafilm-Variante, dass man so einen kleinen Streifen Tesafilm über das Plastik klebt, um ja, dass das nicht überbrückt werden kann mit dem Finger. Erzählt uns eure iPhone 4-Geschichte und ja, am besten mit Videoantworten. Wir freuen uns schon drauf. Ciao. Was Banane gefragt, boah. Les mecs qui crient de panique, prennent des claques, préfèrent nettement être de tous ceux qu'on acclame. J'observais depuis l'époque des bénéfices, Seigneur achève-moi si j'ai la poisse comme un Kennedy. Yeah.